Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, Leute, wir kümmern uns heute, wie angekündigt, um das Tonabnehmersystem meiner Takamine EF341SC. So, wir starten jetzt erstmal hier die Aufnahme. Und jetzt geht's um Folgendes. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, was ist das eigentlich? Was ist da alles drin? Was kann das Ding eigentlich alles? Und fangen erstmal mit den Basics an. Der Ton immer heißt Takamine CT4B2. Ja, es ist also die zweite Version des Tonabnehmer des Preamp-Systems CT4B. Wir haben oben links ein Batteriefach, also wenn du drauf guckst, ist es oben links. Und zwar kannst du das ganz einfach hier rausnehmen, ne? Das ist mit so einer Klammer fest, ziehst es raus, hast du dann eine 9-Volt-Block-Batterie drin, steckst sie wieder rein, fröhlich sein. Mehr ist das nicht. Daneben haben wir einen Tuner-Knopf. Wenn wir da drauf drücken, haben wir den so ziemlich geilsten Tuner, den man so in einer Western-Gitarre finden kann, weil es ist mit mehreren LEDs pro Ton gemacht und du hast noch darüber ein Chromat, also das ist erstmal ein chromatisches Stimmgerät und du hast LEDs, die dann leuchten an den einzelnen Seitentönen. Ja, du kannst das perfekt einstellen. Das macht also wirklich, dieses Stimmgerät macht wirklich Freude. Ich sag's euch, Takamine hätte in die Stimmgerätbranche gehen sollen, weil das können sie auf jeden Fall in Western-Gitarren, gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich ohne Spaß. Einer der besten Stimmgeräte, die ich bis jetzt in Western-Gitarren gesehen habe. Drücken wir den Tuner-Knopf jetzt noch einmal, fängt die LED neben dem dicken Knopf an zu blinken. Und das bedeutet für uns, wir können stimmen, ohne dass der Sound über das Kabel an eine PA, an ein Mischpult, an deine Aufnahmegeräte, whatever, an dein Amp übertragen wird. Das heißt, du kannst relativ gefahrlos an der Öffentlichkeit stimmen. Ne, wenn wir das jetzt wieder drücken, haben wir wieder Saft da und alles ist schick. Dann haben wir da einen Pitch-Knopf, das heißt, wir können unseren Kammerton A einstellen. Für alle Leute, die es brauchen, ich brauche es nicht. Aber hat dann seine Daseinsberechtigung, alles cool. Dann haben wir darunter einen Equalizer mit Bässe, Mitten und Höhen, wie es sich halt auch so gehört für einen Preamp in einer Western-Gitarre. Ich starte jetzt nochmal die Aufnahme. Und dann haben wir hier den Low-Regler. Ich zeige das mal kurz, weil es ist jetzt erstmal alles flat, ne? Also alle Höhen, Mitten und Bässe sind auf Nullstellung. Volume ist natürlich total aufgedreht, ne? Der ist bis zum Anschlag. Und jetzt packen wir einfach mal die Bässe mal auf volle Pulle und dann gucken wir mal, was dann passiert. Bässe mal ganz runter. So, damit das hier nicht so ewig langweilig wird, weil ich euch immer ansage, was passiert. Jetzt switche ich die mal alle so ein bisschen hin und her und blende einfach ein, was ich an den Reglern verändert habe. Ja, das war so ein kleiner Einblick in die Equalizer-Geschichte, die wir hier an dem Preamp CT4B2 haben. Den Lautstärkeregler machen wir ganz kurz noch. Funktioniert. Ja, da braucht man nichts großartig zu sagen. Der Lautstärkeregler macht einfach das, was er soll. Ja, ich denke, den Sound habt ihr so einigermaßen hören können, was da so rauskommt.
Ja, das war wieder komplett alles auf Nullstellung und Volume volle Pulle aufgedreht. Das war's dann jetzt mit dem Tonabnehmersystem, dem Preamp der Takamine EF341SC. Für alle Leute nochmal kurz zum Verständnis, der Piezo Pickup, also der Tonabnehmer, der eigentliche Tonabnehmer, sitzt hier unter der Stegeinlage. Das ist ein Piezo Tonabnehmer. Da müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr da hier was reinigt oder so, dass da keine Staubkörner und so reinkommen. Weil ich habe schon ein, zweimal gedacht, dass ein Piezo kaputt wäre, weil da Dreck drunter unter der Stegeinlage gekommen ist und dann übermitteln die nicht mehr ordentlich. Ne? Also das ist nur mal so für euch nochmal, also wie gesagt, das Ding sitzt hier unten, hier oben haben wir dann unsere Kommandozentrale. Wie der klingt, habt ihr gehört. Damit sind wir denn jetzt hier durch mit der EF341SC der Firma Takamine, meine Wohnzimmerklampfe. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten wieder dabei seid. Haut rein, abgehen, ciao.